Willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mal die Frage beantworten, die ihr mir vor 2 Tagen geschickt habt. Ja, über den Jomnete Columns mit 4 Bällen habe ich das bekommen. Und die Frage heißt von meinen Abonnenten: Du hast so eine krasse Motivation. Mach mal ein Video, wieso du mit dem Jonglieren angefangen hast und was du cool darüber findest. Würde mich interessieren, natürlich nur, wenn du Bock hast. Natürlich habe ich ja Bock, das war schon sehr lange her. Und wenn du möchtest, kann ich ja noch weitere Informationen noch reden, nicht nur über das Jonglieren, sondern auch noch über das Einradfahren. Das Jonglierteller ist auch Bezug vom Jonglieren, Muskulatur auch. Dann Zaubern, dann noch Luftballonform und Clowns vorstellen, werde ich mal alles mal in diesem Video mal reden. Und wenn ihr euch gefällt, liked dort das Video und abonniert auch den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Also zuerst mal das Jonglieren, ne? Das war schon lange her, so als ich mal 7 Jahre ungefähr, im Jahre 2015, da war ich mal 7. Und im Sommer 2015, da bin ich immer zum Strand gegangen, weil ich nicht alleine einfach mal zu Hause mal etwas machen kann, zum Beispiel kochen, einkaufen oder sauber machen, das konnte ich damals nicht. Deswegen musste ich immer nach Hause, mal Richtung Strand fahren, damit ich mal was zum Essen bekomme und so weiter und ein bisschen Spaß habe am Strand und spielen kann, ne? Und später, so um 6 Uhr, da sah ich irgendwie so ein schwarzes Koffer mit so einem hohen Einrad, ne? Und da frage ich mich schon, warum steht da auch sowas einer? Und so eine Stunde später habe ich ihn gesehen, das war so ein 2,7 Meter großer Mensch, da ist Shorty, ne? Also den habe ich auch mal auf Facebook auch noch mal befreundet und den habe ich mal kennengelernt und natürlich macht er auch noch so eine Straßenshow, ne? Für Norddeutschland, macht nur 25 Minuten, da wird er mal Diablo zeigen, balancieren mit einem Hocheinrad, dann wird er noch Freiwilligen für kleine Kinder noch etwas machen, dann Luftballons formen, Hocheinrad fahren, sowie auch noch Feuerfackeln jonglieren, das wird er auch alles machen. Und zu dem Zeitpunkt, als er Feuerfackeln jongliert hat, da waren die Feuerfackeln irgendwie hin und her gedreht. Und dann noch rechts und links. Das fand ich ziemlich komisch, denn vor allem so rumdrehen konnte ich überhaupt nicht wissen, dass es Jonglieren ist. Und so, das habe ich immer nur 10 Mal immer wiederholt, bis es zu Ende ging. Und so, als ich so 8 war, habe ich mal versucht, mal die 2 Bällen zu jonglieren. Also einfach mal so zu testen. Und da habe ich mal zuerst mal 2 Bälle genommen und zusammengeworfen. Und dann habe ich abwechselnd. Und dann später, als ich 3 Bälle jonglieren wollte, da habe ich mal ein paar Videos gesehen, um zu testen, wie es das 3 Bälle einfach mal so aussieht. Normalerweise wollte ich eigentlich nicht jonglieren, sondern es war nur so ein Test, warum es einfach so hin und her gedreht hat. Und so, als ich 9 war, habe ich mal gewusst, dass man so lange Sticks, also so lange wie Coin und wie Fackeln, und die drehen sich so eine Seite, deswegen hat es sich immer so rumgedreht. Und dank des Jonglage hat es mir voll Spaß gemacht, damit ich ein bisschen mehr von 4 bis 5, dann später auch bis 7 und dann aktuell bis 8 Bällen jonglieren. Und das hat aktuell viel Spaß gemacht und dank von Shortys Aufführung mit der Jonglage konnte ich ja schon viele beeindruckende Aufführungen und dann noch die Challenge 4 auch mal viermal einfach mal entwickelt hat. Ne? Also Challenge 4 ist ja für die Japanreise entwickelt, ne? Dank das Jonglieren. Ne? Und so 3 Jahre später, als ich so in der 3. bis 4. Klasse war, war mein Körper irgendwie verändert. Ich hatte mehr Stärke in meinen Armen, dann später war mein Körper sehr gut aus. Ne? Ja, Sixpack wird auch ein bisschen besser sein, aber, mein Körper war ziemlich okay. Zum Beispiel so in der Schulter, ne, am Rücken und mein Bizeps auch noch. Das war alles cool und das war entstand eigentlich die Muskulatur, ne, und das war auch mal der Hinweg,
Und das hilft mir auch noch, weitere Leute mal zu beeindrucken. Ich werde mal ein bisschen mehr steigern, die Jonglage. Höchstens mit 12 Bälle, wenn ich das hinkriegen werde. Und bis heute werde ich mich immer weiter steigern und steigern. Ja, das nächste wäre das Einradfahren. Ein Einrad, das war jetzt schon im Jahre 2017, Oktober 2017. Also das war jetzt schon, als mein Athen-Urlaub zu Ende ging. Also das war schon Mitte Oktober, da sind wir nach Athen geflogen für eine Woche. Und dann, als es zu Ende ging, bin ich mal zur Zirkusschule gegangen, denn in einer Woche ist noch so Probe und dann ging es zur Vorführung. Und da haben wir nicht nur jongliert, sondern auch noch mit Jongliertellern, Diablo und so ein Ding. Ja, und das habe ich immer wieder gesteigert. Und wir mussten auch noch Einradfahren üben und deswegen mussten wir immer so eine Wand so klettern. Und das dauerte eine Woche. Und als wir zur Vorführung haben, dann haben wir einfach nur Gehilfe bekommen. Und das habe ich mal zur Vorführung auch noch geschafft. Mit den auch den ganzen anderen Kindern. Und da konnte ich auch mal im Zirkus auch mal Jonglage vorführen. Ne? Und so ein Jahr später, so im Jahr 2018, als ich so jonglieren als ich mal YouTube angefangen habe, da habe ich mal mein erstes Einrad bekommen. Als ich mal schon mit den Vorführungen zu Ende ging, wollte ich auch mal Einrad fahren. Und meine Eltern sagen, ja, das ist zu gefährlich, ich bin nicht so sicher, da braucht man zur Zirkusschule gehen. Aber dann, ich schaffe es alleine. Ich habe ein 24 Zoll Einrad genommen. Und da habe ich mal trainiert vom Sommer bis Herbst und so. Ich bräuchte nur 2 Monate, dann habe ich perfekt, also einfach nur so einen Zaun so rumklettern, dann war es kein Problem. Und als ich freihändig gefahren bin, das war ja schon Ende meinen Dubai-Urlaub, ne? Das habe ich mal schon damals ein Video gemacht. Und als wir zurückkamen, war es tipptopp und kann jetzt durch die Stadt Dorf oder Stand durchfahren. Noch was auch noch zu den Jonglierteilern. Das nächste, das Jonglierteilern ist gekommen, als ich schon 5 Bälle jonglieren konnte, so ungefähr. Da habe ich außerdem auch noch Ringe auch noch weiter noch jongliert, Keulen, Jonglierteile war auch noch dazu. Ne? Und da habe ich mal zum Versuch mal einfach mal zu drehen. Es hatte nur weniger als eine Woche gedauert, dann konnte ich mal ein bisschen drehen. Hochjumpen oder auch sogar im Finger legen. Dann noch so im Juni, also in diesem Juni, und da konnte ich schon balancieren damit, ne? Da mich ja für die Aufführung für Challenge 4, ne, das konnte ich auch ganz gut machen und hat mir auch noch schon Spaß gebracht, ne? Also hatte nur 2 Wochen gedauert, das Balancieren und noch das Jonglieren noch dazu, wird noch herausfordernd, aber wenn ich mich konzentriere, werde ich auch das schon hinkriegen. Und das nächste wäre Flowerstick, das habe ich mal schon vergessen, das ist auch schon Bezug auch noch von das Jonglieren. Und das Flowerstick bekam ich, als ich mal den 13. Geburtstag Geburtstag habe. Also da hat mein Bruder es mir geschenkt, das Flowerstick war grün. Und ich habe es mal versucht, hat auch mega Spaß gemacht. Später wird Diablo kommen, das habe ich nicht mal einmal versucht, aber das werde ich mal bald mal ändern. Und ja, und es hat mega Spaß gemacht, damit ich auch bei der Challenge wieder noch dabei kann. Und das wird ja nochmal bei der Vorführung mitkommen. Das nächste wäre Zaubern. Ihr wisst jetzt schon, seit dem 20. Juli ungefähr, da gab es noch so eine Zauberschule, ne, für eine Woche. Da konnten wir mal zaubern lernen. Ich bin jetzt zwar alt, aber für mich war es eine Ausnahme, hier zu kommen. Also die Kinder von 8 bis 12 Jahren dürfen kommen. Ich bin 14, der Älteste, ja, habe ich mir schon gedacht. Und da haben wir schon, ja, Zauberbuch gezaubert, Gummibändern, Wasserzeitungen. Wow, das haben wir auch mal gelernt. Also nur die Einfachen haben geschafft. Natürlich, nach einer Woche später müssen wir vorführen. Ich konnte nicht machen, weil ich keine Zeit habe und noch arbeiten muss. Deswegen mussten nur die Zauberei
das machen und ich konnte leider nicht kommen. Und dank vom Trainer, also der Zauberer Paul Blenko aus Kassel, hat es auch noch gut, habe ich auch noch eine Begeisterung von Zaubern. Also Spezialgebiet wie Jonglieren wird es eher nicht sein, aber das wird auch noch mal für die Japan-Reise, wie auch bei der Challenge, auch noch mal dazukommen. Ne? Und das nächste Clown-Show, ja, das ist wegen der Änderung des Herbsturlaub. Ne? Und da werde ich mal versuchen, alles mal witzig zu sein. Clowns-Bemalung ist nicht so wichtig, aber so Witze erzählen, komische Dinge, lustige Dinge, sowas machen, gequakte Stimme werde ich auch machen, was alles mal was Clowns einfach mal lernen und alles mal vorführen, werde ich auch mal das machen, so eine Ähnlichkeit. Ne? Und das werde ich so ab und zu machen. Und das letzte wäre auch nochmal das Ballonformen. Ne? Also das lange Ballonformen, wie zum Beispiel Hund, Blume, Papagei oder Maus. Das habe ich auch mal schon einmal gemacht. Und war alles gut. Nur der Kopf war ein bisschen verkehrt, aber das war nur mein erster Hund. Und deswegen war es auch noch ganz toll. Außerdem, es ist auch ebenfalls eine Änderung für den Herbsturlaub nach Japan, aber wenn es jetzt im Herbst nicht hinkriegen wird, versuchen wir erstmal in Weihnachten hinzukriegen. Ja, und diese Steigerung ist auch noch dafür da, wegen des Ballonsformen, ne? Also einfach nur eine Steigerung. Ne? Ja, also das hat mich auch schon beeindruckt, auch noch bei Shorty, aber das kam ein bisschen später. Und nur die Steigerung war auch der Grund. Ja, das war es auch schon, auch meine Kunst. Ne? Später wird auch noch viel Besseres sein, Hocheinrad oder Renneinradfahren. Ja, und das war es auch schon mit meiner Besprechung. Ankündigung für die neue Besprechung mitnehmen, das wird am 20. August kommen. Also wenn ich Schule habe und so paar Tage vor meinem Klassenfahrt. Und da werden wir besprechen mit Namen XXXL noch weitere Informationen über die Japan-Reise reden. Vor allem für den Weihnachtsferien werden wir das schaffen werden. Also ich hoffe es zumindest. Und auch noch, welcher Grund es ist, dass wir nicht im Herbst fliegen werden. Ne? Und natürlich habe ich schon seit dem August, also schon vor seit einer Woche oder schon vor ein paar Tagen, habe ich schon weitere Informationen über EKB gehört und auch noch eine Mitgliederin. Und ich kann euch nur sagen, dass eine Mitgliederin nach Südkorea wieder zurückgeflogen ist und dann wieder besucht, also nach 1 Jahr und 4 Monaten. Ne? Dann ist sie wieder kommt sie wieder nach Südkorea wieder zurück. Und es war am 9. August. Ne? Also, wenn ihr es sehen möchtet und welcher Flug es war, das werde ich auch mal machen. Die weiteren Informationen, wer es ist über Sirius Flafo und welche Informationen über EKB es noch gibt, werde ich auch mal mit einer Besprechung mit Namen XXXL darüber reden. Ab nächsten Wochenende wird es gemacht und hochgeladen. Dann schauen wir mal, wie ihr die Flüge sehen wird. Um die 2 Fliegern von Tokio Haneda nach Seoul Gimpo Flughafen sehen möchtet, könnt ihr mal hier mal auf den Flightradar 24 mal anklicken, oder wenn ihr es nicht habt, könnt ihr es installieren. Geht euch mal rein. Und dann, wir sind jetzt gerade hier in Japan und wir müssen jetzt auf Japan die Karte zeigen und werden hier auf Tokio Haneda mal den Flughafen sehen, indem die hier diesen Standort drückt und dann geht ihr unten auf Abflüge. Und hier ist es 19.20 Uhr, da fliegt der nächste Flieger. Das liegt daran, wegen der Ortszeit in Japan und den Flieger zu finden. Also das war ein früher Flieger, deswegen scrollen die weiter runter. Und der erste Flieger sollte so um 8.25 Uhr kommen.
Hier ist mal 7 Uhr. Ihr müsst immer mal rumsuchen. Und wenn ihr das gefunden habt, dann könnt ihr mal reingucken. Ich schau mal kurz mal nach. Okay. Hier ist der Flieger. Das erste 8.25 Uhr. JL91, also Japan Airlines Flug 41. Und dann klicken wir das mal hier hin. Deswegen die Information, dass es eine 767 ist. Ne? Ich glaube, mit denen bin ich noch nicht geflogen, sondern eher A330. Und dann könnt ihr auf Fluginfo klicken. Und dann sehen wir die letztlichen Flieger. Eine Sängerin ist ja ab dem 9. August geflogen. Ne? Und da sind wir die ganzen Termine bis zum 6. Ihr könnt es auch noch erweitern, wenn ihr 14 Jahre kostenlos testet. Da müsst ihr noch extra zahlen, aber wenn ihr es möchtet, könnt ihr es noch ein bisschen verstärken. Geht auf den 9. August und geht auf Playback. Also da geht die Software, seht ihr auch mal hier die ganze Information und geht auf Playback. Und dann könnt ihr auch mal starten. Und wenn dann der Flieger losgeht, ne, Information, könnt ihr auch alles anschauen. Bitte zögert auch nicht lange, sonst ist es auch nicht mehr zu sehen, außer ihr zahlt etwas extra. Und ja, könnt ihr es mal alles anschauen. Also Terminal 3 ist weitergeflogen, weiter. Und es gibt jetzt zwei Flughäfen, also der größte ist ja Incheon International Airport und hier ist Gimpo, also ein ganz kleiner. Und natürlich gibt es ja zwei Flieger. Ich glaube, diese mit den Japan Airlines ist sie noch nicht geflogen, sondern eher ANA. Deswegen gehen wir mal kurz zurück, so hin auf das X. Gehen weiter runter, denn zwei Flieger sind so ein bisschen gemischt. Also hier, das ist der zweite Flieger mit Mr. Nippon Flug 861, auch eine 767. Ne? So, da ist der. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sollte es auch der richtige Flieger sein. In der nächsten Besprechung mit Nam werde ich auch mal darüber reden, wenn er Fragen über mich hat. Und dann werden wir hier drauf klicken. Und der 9. August ist hier. Also so sieht er aus. Flugzeit ja schon fast 2 Stunden. Also genauso viel der Flug, wenn man von Hamburg nach London fliegt, so ungefähr. Oder nach Paris. Wir werden mal hier drücken. Und dann können wir es mal so starten. Ne? Also auch mal eine 767. Ne? Ja, maximale Flughöhe 40.000 Fuß und ja, auch mal Terminal 3 und außerdem das Flughafen Gimpo in Seoul haben manche auch mal einen Livestream gemacht, manche auch ein Video und da sind ja die ganzen auf den Arrival Station gegangen, also das jetzt so ist die gelandet auf dieser Landebahn und ist hier so hoch geflogen. Also auf diese Seite. Ne? Ist hier. Und dann so etwa in dieser Ecke ist sie angekommen, also Gepäck geholt und dann ist sie mal rausgekommen. Und dann waren die Fans auch auf Südkorea, auch mal aufs Japan. Und ja, und die ganzen Videos und Livestream werde ich mal bei der Besprechung mit Nam sehen. Das wird nächste Woche kommen. Und ja, und das war's auch schon mit diesem Video. Im nächsten Part werde ich mal entweder weitere Informationen hören oder ein Zwischen-Let's Play machen. Ne? Also dann ladet euch mal diese App mal hoch.